Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero, herzlich willkommen zu den WWE News. Die Themen heute: Probleme für Becky Lynch, Chavo Guerrero vor Comeback und Goldberg gegen Roman Reigns bei WrestleMania. Laut Gerüchten steht Becky Lynch zurzeit ein wenig unter Kritik wegen ihrem Akzent. Probleme aus dieser Richtung kommen von Kevin Dunn. Dieser ist WWE Executive Vice President und quasi auch sowas wie die rechte Hand von Vince McMahon. Und dieser sorgt wohl dafür, dass Becky Lynch so wenig wie möglich am Mikrofon zu tun hat und so quasi ihr Akzent nicht ganz so zur Sprache kommt. Nur wenn er wirklich Akzente so schlecht findet, hoffe ich für ihn, dass er nicht NXT guckt. Er soll aber auch das Problem gewesen sein, was damals dazu geführt hat, dass Wade Barrett keinen so großen Push bekommen hat, weil auch dieser natürlich einen ziemlich krassen britischen Akzent hat. Nur gibt es hier auch Gerüchte, dass man Wade Barrett zurückhaben möchte, um das SmackDown-Roster ein bisschen zu verstärken. Allerdings stellt sich hier noch die Frage, ob Wade Barrett denn das überhaupt möchte. Welche weiteren Auswirkungen das alles jetzt aber für Becky Lynch haben wird, bleibt noch abzuwarten. Austin Aries hat sich bei einem NXT Live Event in einem Match zusammen mit Samoa Joe gegen Shinsuke Nakamura und No Way Jose ziemlich schwer am Auge verletzt. Denn es gab einen sehr harten Kick von Shinsuke Nakamura in das Gesicht von Austin Aries und dabei hat sich Austin einen Augenhöhlenbruch zugezogen, wird demnächst auch operiert und wird jetzt bis mindestens zum ersten Quartal 2017 ausfallen. Randy Orton wird, wie es im Moment aussieht, nicht bei Survivor Series sein. Das liegt daran, dass seine Frau schwanger ist und sie den Geburtstermin am 22.11. haben. Und da Orton da natürlich dabei sein möchte, wurde er vom 14.11. bis zum 28.11. aus allen Shows rausgenommen und damit betrifft es natürlich auch Survivor Series. Auch mit John Cena wird jetzt nicht mehr für Survivor Series geworben. Das kann daran liegen, dass seine Dreharbeiten noch bis zum Ende des Jahres weitergeführt werden, weshalb er ja jetzt auch gerade nicht da ist. Und so wird er höchstwahrscheinlich auch für Survivor Series nicht dabei sein. Wir stehen kurz vor der WWE Live-Tour in Deutschland und es wurde auch bestätigt, dass Tim Wiese auch am 2.11. in Frankfurt sein wird. Er wird zwar, wie es im Moment aussieht, kein Match haben, dennoch ist er vor Ort und wird wahrscheinlich auch ein kleines In-Ring-Segment haben, irgendwie sowas. Ein Tag danach, am 3.11. in München, also diesen Donnerstag, da wird er dann auch sein erstes Match bestreiten, zusammen mit Cesaro und Sheamus gegen Bo Dallas und die Shining Stars. Und hier werde ich auch am Start sein. Also falls ihr auch bei der WWE Live Tour in München seid und mich da rumlaufen seht, dann quatscht mich einfach gerne an. Ich freue mich da auf euch, denn ich werde halt auch vor Ort sein und mir mal Tim Wiese angucken. Gleiches mit mir gilt auch für Berlin in der nächsten Woche, denn auch da werde ich vor Ort sein. Also auch hier gilt, wenn ihr mich seht, sprecht mich gerne an, ich freue mich da auf euch. Das heißt natürlich auch, dass die WWE News Ausgabe für diesen Donnerstag erst nächste Woche kommt. Im Moment sollen sich immer mehr WWE Offizielle dafür stark machen, dass man mal wieder ein bisschen die Fühler ausstreckt in Richtung Chavo Guerrero. Denn wenn man ihn bei Raw in der Cruiserweight Division einsetzen würde, geht man davon aus, dass er für den Zuschauer auch viel mehr Augenmerk auf diese neue Division ziehen würde. Ich würde das übel feiern, Chavito wieder bei der WWE zu sehen, allerdings hängt dieser auch momentan bei Lucha Underground rum und da ist es ja sowieso ein bisschen schwierig, die Leute rauszukriegen. Hier ist es aber noch so, dass er nicht nur gerade als Wrestler da ist, sondern er ist auch als Booker für Lucha Underground tätig. Ist also hier auch die Frage, ob dieser überhaupt Interesse daran hat, zurückzukehren. Und dann kommen wir zum Hauptthema und zwar probiert man momentan, wie es aussieht, Goldberg nicht nur davon zu überzeugen, das Match bei Survivor Series gegen Brock Lesnar anzutreten, sondern auch ein zweites Match zu machen bei WrestleMania gegen Roman Reigns. Das Ganze könnte unter dem Motto Spear gegen Spear vermarktet werden und für Roman Reigns ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht. Denn in den letzten Jahren hatten wir das einfach, dass er immer im Haupttitelmatch stand und aufgrund genau dieser Sache
aus der Halle geboot wurde. Das Ganze zieht sich ja auch bis heute hin. Wir haben ja quasi die letzten 2-3 Jahre ein Boo-Fest bei Roman Reigns. Und mit einem Match gegen Goldberg könnte man Roman Reigns ein doch großes Match für WrestleMania geben, aber dann doch nicht ein Titelmatch, weshalb die Leute ja dann wieder ausrasten würden. Außerdem wird Goldberg noch für die Hall of Fame groß gehandelt, also hier bleibt es auf jeden Fall spannend und Goldberg gegen Roman Reigns, warum nicht? Das kann man sich auf jeden Fall mal geben. Was man sich auch geben kann, ist deine Meinung zu allen Themen, also schreib mir die doch gerne in die Kommentare. Check auch noch alle Links in der Infobeschreibung und gib dem Video noch einen Daumen nach oben. Dann habe ich hier noch meine ganzen Social Media Geschichten, hier kannst du gleich abonnieren, darunter gibt es meinen Gaming-Kanal, schau da auf jeden Fall auch mal vorbei. Und hier gibt es die Review zu Hell in a Cell von mir, also klick dich da auch mal rein. Und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, hau rein, bis zum nächsten Mal und ciao.